Herren, zwei richtige Legenden, Horst Höttges, Max Lorenz. Sie haben viele, viele Jahre des SV Werder ja mitgeprägt. Heute hier am Rande der 100-Jahres-Feier. Geht Ihnen da so manches durch den Kopf? Ja, Sie haben das gerade angesprochen und mir die Einladung gegeben. Wir haben, denke ich mal, den Grundstein gelegt für diesen großartigen Erfolg, den Werder dann ja schließlich in den letzten 50 Jahren gehabt hat. Und wir und ich insbesondere bin stolz, als Bremer Junge das sagen zu dürfen, stolz ein Werderaner zu sein, stolz ein Bremer zu sein. Und wenn ich dieses Fest hier erleben darf, diese 100-Jahr-Feier in dem altehrwürdigen Rathaus hier in Bremen, dann ist es für mich, und das darf ich Ihnen hier an dieser Stelle einmal sagen, etwas ganz Besonderes. Das hört sich ganz toll an. Horst Höttges, der Egidius Braun hat gesagt, der Gnadenlose. Haben Sie das eigentlich selber gewusst oder war das einfach so aus Ihrer Spielart geboren? Ich glaube, jeder Spieler weiß oder jeder Gegenspieler von mir weiß, dass ich mit fairen Mitteln gekämpft habe, die ganze Zeit. Und das hat auch meine fußballerische Laufbahn immer gezeichnet. Ich wäre nicht umsonst 66-facher Nationalspieler geworden. Nee. Als ich 11 Jahre alt war, habe ich die Weltmeisterschaft 66 gesehen und Horst Höttges war noch ein blutjunger Kämpfer. Ist Ihnen das so als besondere Erinnerung auch im Gedächtnis geblieben? Ich glaube, 66 beim Endspiel war nicht mein Glückstag. Aber ich habe in den Jahren danach bewiesen, welche Stärken ich hatte und ich habe sehr viele Spieler, wo ich vorher Schwierigkeiten mitbekommen habe, habe ich dazu beigetragen, dass unsere Mannschaft immer erfolgreich war. Sie beide sind ja auch so ein Synonym für das Auf und Ab der Grün-Weißen, so in den 70er Jahren dann auch. Es hat sich ja mit Otto Rehagelin einiges gewandelt und zwar zum Positiven. Meisterschaften wurden nach der 65er Meisterschaft auch noch eingefahren. Was hat sich geändert von damals zu heute? Ja, es hat sich vieles geändert. Wir leben in einer schnelllebigen Zeit. Wir werden immer wieder darauf angesprochen, Mensch, heute, wer hättet ihr viel Geld verdienen können? Wir sind in eine Zeit hineingeboren, wo wir auch Geld verdient haben und das war gutes Geld. Mit diesem Geld konnten wir unsere Existenz aufbauen. Die Grundstücke waren preiswerter, als sie heute sind. Oder das Auto oder das zu bauende Haus. Wir können uns heute ab und zu ein warmes Essen erlauben. Und ja, das darf ich hier ruhig mal sagen. Und wir neiden natürlich unseren Nachfolgern es in keinster Weise, dass sie heute mehr Geld verdienen. Das sollen sie auch. Ich bin immer nur froh, weil Sie auch gerade Otto Rehagel sagen, der passte nach Bremen. Der hat ja vorher hat er überall einen Abgang gekriegt, einen frühzeitigen Abgang zu Bremen hat er gepasst. Und das waren 14 oder 15 tolle Jahre mit Rehagel. Und ich bin auch der Meinung, dass wir jetzt wieder uns in einer Zeit befinden des Umbruchs, sicherlich noch, aber einen Trainer haben, der auch wiederum zu Werder Bremen passt. Ich wünsche dem Phoenix an dieser Stelle, darf ich das einmal sagen, auch ein paar längere Jahre als sonst. Immer nur anderthalb Jahre da und da und da. Nein, er ist inzwischen ein erfahrener Fußballtrainer geworden. Und dann wünsche ich mir, wenn es mal nicht so läuft, Leute wie Horst Höttges oder mein Freund Bigge Schütz, die dann die Ärmel aufkrempeln und sagen, solange wir hier für Werder Bremen stehen, geht es weiter. Und das darf ich auch für Willy Lemke, der da auf der 5 Meter weiter ein Interview gibt, sagen, solange wir solche Macher haben, solche Manager haben, solche Vorstandsleute haben, kann es mir um Werder Bremen und um die Stadt Bremen nicht bange werden. Bigge Schütz hat vorhin gesagt, Horst Höttges zu seiner Zeit oder zu ihrer Zeit, da waren Sie da auch noch sehr, sehr jung im Kader, hat es unheimlich viel Spaß gemacht. Es gab zwar nicht so viel Kohle wie heute, aber die Kameradschaft war da. Haben Sie jemals bereut, Fußballer geworden zu sein? Nein, im Gegenteil. Alles, was ich erreicht habe, habe ich dem Fußball zu verdanken. Und wenn wir heute über System oder alles sprechen, ich glaube, unsere Mannschaft damals von 64, 65 würde heute bei der jetzigen Situation unter den ersten 5 landen. Meinen Sie? Gut, ja. Aber hundertprozentig, bin ich von überzeugt. Ich darf vielleicht ergänzend dazu sagen, ich finde das gut, dass du das einfach mal feststellst. Wenn ich immer wieder höre, ja, der Fußball ist athletischer, wo Fußball ist schneller geworden. Athletischer, und das sage ich hier laut und deutlich, als Horst Höttges gespielt hat, zu seiner Zeit hat nach Horst Höttges bei Werder Bremen keiner gespielt. Das kann ich selber bestätigen. Meine Herren, schönen Abend noch. Vielen Dank für das Gespräch. Danke.